Aua. Die Dame hat niemandem im Vorhinein gesagt, ich mache diese Prüfung nicht. Die hat immer versucht und danach im Nachhinein.
Ich habe mich sehr gefreut, weil ich, als ich gehört habe, dass du wirklich eine frische Beziehung hast. Aber ich habe auch gemerkt, was dein großes Problem ist. Das kennen wir vielleicht alle, dass viele natürlich dir schöne Augen machen, weil sie natürlich wissen, Fame, Likes und dass sie über dich bei Deutschland Fuß fassen können. Das Problem ist halt einfach auch, die Leute vergessen, da sind wir wieder bei dem Thema, ich habe auch Kinder. Und wenn ich jemanden in mein Zuhause reinlasse, ist das ein großes Zeichen. Und das finde ich halt sehr schwierig und ich war und werde auch nicht die Person, die öffentlich irgendwelche Schlammschlacht gemacht. Nur, ja, ich... Aber es ist eigentlich zu spät. Ich finde schon alles gut. Naja, aber die anderen reden ja gerne über mich und das ist immer so. Ich habe mal vor kurzem ein Lied gehört und dann singt die Person so, ich habe den Kuchen, ihr seid die Krümel. Ja, aber, also man muss jetzt mal ganz klar an der Stelle sagen, wer jetzt gar, überhaupt gar nicht mitkommt, weil sie jetzt gar nichts mit dem Dschungel zu tun hat, aber deine Mutter ist wieder Single, weil nämlich vor ein paar Stunden ihr Ex-Freund auf Social Media quasi Schluss gemacht hat, was einfach eine richtig, richtig Scheißsache ist. Aber man muss sagen, dass es sehr mutig ist und dass du hier heute so offen und sitzt, da geht es also, ja. Ja, mein Handy und, hat das war jetzt auch keine Absicht, dass tatsächlich dieses Kärtchen auch noch hinter mir ist, weil du mir nicht gestern bei der großen Dschungelparty noch erzählt hast, dass du mir ein Foto von deinem Ex-Freund gezeigt hast. Du hast gemeint, ach, ich weiß nicht schon mal, der ist schon ganz süß, aber ich habe das Gefühl, der will einfach nur Fame haben. Und jetzt sitzt du hier da und genau und vorne und jetzt sitzt du da und das ist von mir wie ein Fleisch. Das ist, tue ich ihm unrecht, aber mir gibt es natürlich das Gefühl, ne? Das ist ja ganz klar. Und wenn man dann privat schreibt, dann muss man das nicht ungesprochen einfach da machen, weißt du, das ist so, weil es mich einfach ärgert. Nee, das ist, es hat niemand das Recht, einfach das preiszugeben. Ich mache das auch nicht. Und gerade auch am Anfang haben andere Leute darüber geredet. Das kennst du doch auch, Paul. Du kannst nicht einfach daten. Man muss ja Angst haben, du datest, okay, möchtest du Fan, möchtest du Follower, redest du über mich oder so. Oder wie machst du das mit deinen Frauen? Ich date gar nicht. Nein, ich darf beiseite. Aber verstehst du, ihr versteht das, ne? Bei dir war natürlich jetzt das Problem, dass andere Leute es gleich an die Öffentlichkeit gebracht hat. Ich bin natürlich immer ein Freund davon, ich lerne jemanden kennen und wenn ich dann irgendwann meine und ihn auch besser kennt, oder sie in meinem Fall, besser kennengelernt habe, dann kann ich meinetwegen an die Öffentlichkeit gehen. Aber bevor das Ganze überhaupt angefangen hat, dann ist es, ja, hat einen neuen Freund, ist wieder Team zu Ende, ist halt immer... Na, ich komme ja vor wie der größte Depp gerade. Aber gut. Aber umso mehr, also du bist absolut gar kein Depp und wir freuen uns echt, dass du da bist. Danke. Wir wollten es nur mal kurz auch für dich vielleicht loswerden, weil es einfach im Netz gerade schon total auch abgeht und über dich geschrieben wird. Und deswegen schön, dass du da bist und du wirst auf jeden Fall den richtigen kennenlernen und wir drücken dir da die Daumen. Dankeschön. Auch wenn es wahrscheinlich hart ist für dich, da jemandem vertrauen zu können. Der Paul wird mir helfen bei der Suche. Ja, ich mache immer den Ding.